Wunderschönen guten Morgen aus Bangkok. Wir starten jetzt in den Tag, wollen mal ein bisschen Sightseeing hier in Bangkok machen. Verlassen hier gerade die Wohnung und was uns hier im Aufzug die letzten Tage immer schon aufgefallen ist, hier gibt es überhaupt gar keinen 13. Stock. Schaut mal her, hier gibt es nur die 12a. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Aber hier in Thailand scheint die 13 irgendwie eine Unglückszahl zu sein. Deswegen nur die 12 und dann 12a und dann 14. Crazy, oder? Aber wir starten jetzt mal und nehmen euch natürlich mit. Viel Spaß! Taxi. Es ist hier in Thailand irgendwie ein riesiges Problem mit dem Englisch sprechen. Der Taxifahrer wusste auch überhaupt nicht Bescheid, wo wir hinwollen, ist einfach losgefahren, hat dann aber irgendwie nochmal eine andere Zentrale angerufen, lacht sich hier die ganze Zeit kaputt. Und ja, es ist sehr amüsant hier in Thailand, aber so richtig gut funktioniert tut es für uns noch nicht. Wir sind mal sehr gespannt, ob wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Wir wollen zum Airplane Graveyard. Das ist ein stillgelegter Flughafen, beziehungsweise da liegen stillgelegte Flugzeuge vielmehr. Kann man sich die Flugzeuge mal von nahem angucken, was uns sehr interessiert. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir hinkommen. Ihr werdet es ja sehen, ob wir gleich da sind. Wir haben es jetzt geschafft, hier den Taxifahrer darum zu bitten, dass er Google Maps anschaltet. War ein Riesenproblem. Christian hat versucht, dann bei Google Maps einzugeben, wo wir hinwollen. Ist aber alles auf Thailändisch. Aber ich habe ja einen schlauen Ehemann. Was hat er also gemacht? Hat den Google-Knopf gedrückt, wo er die Spracheingabe machen konnte. Und somit haben wir es jetzt geschafft und sind jetzt endlich auf dem richtigen Weg. Aber puh, ey, ganz schön anstrengend hier Taxi zu fahren. Juga, wah, juta gak, up, kau nun, dan gak, up, mana? Ya, ni, ada, juta ini. Wir verstehen eigentlich kein Wort. Oh mein Gott, wir sind angekommen. Es war eine Vollkatastrophe mit dem Taxifahrer. Sind jetzt 45 Minuten ungefähr hierher gefahren. Hat jetzt irgendwie nur 5 Euro und ein paar Cent gekostet, die Taxifahrt. Unheimlich günstig hier in Thailand. Wir haben schon bezahlt und der wartet trotzdem. Ja, scheinbar lohnt sich das. Ja, wir sind jetzt hier angekommen beim Airplane Graveyard. Es war ein bisschen komisch beim Eingang. Erst war ein verschlossenes Tor. Wir wussten überhaupt nicht, ob wir hier reinkommen. Dann kam irgendwann ein kleiner Junge angelaufen und hat uns dann reingelassen. Sagt er 200 Baht, dann gebe ich ihm die 200 Baht, meint er 400. Dann sage ich, nee, du hast sogar 200 gesagt. Und dann ist er einfach wieder gegangen. Ja, da musst du nach dem rufen und den suchen. Der war bestimmt 6 oder so, ne? Ja. Aber wir sind jetzt drin. Also es kostet 200 Baht Eintritt pro Person, also umgerechnet ca. 5 Euro. Und ist total cool. Also hier liegen mehrere, ich glaube zwei sind es, ne? Zwei alte Flugzeuge, die teilweise auseinandergebrochen sind. Ob die mal jemals abgestürzt sind oder ob die einfach nur hier verrottet sind, wissen wir leider nicht so genau. Hier ist auch keiner, der irgendeinem was erklärt. Abgestürzt glaube ich nicht, aber die werden hier gelagert. Das ist so ein Flugzeugfriedhof. Aber es ist total cool. Wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen, wie es hier aussieht. Ja Leute, ist schon ziemlich cool hier. Vor allen Dingen wollte Christian früher mal Pilot werden. Es ging aber wegen seiner Größe nicht so gut. Und jetzt sitzt er endlich mal hinter dem Steuer eines Flugzeugs. Als Bruchpilot. Genau, als Bruchpilot. Stone cold.
der stillgelegte Flughafen. Hier ist richtig cool, uns gefällt es hier mega gut. Es ist zwar auch ganz schön heiß, weil die Sonne hier so hinprallt, aber richtiges cooles Erlebnis, so einzigartig. Also wir wissen nicht, wo es das sonst noch gibt und auch überhaupt nicht touristisch. Wahrscheinlich ist es hier auch nicht offiziell, wir wissen es gar nicht genau, aber cool. Ja Leute, so wie das hier aussieht, wurde hier wahrscheinlich Lost gedreht. Christian, der klimmt jetzt hier noch das richtig große Flugzeug. Man kann hier unten einsteigen und dann gibt es da so eine kleine Leiter, die man hochklettern kann. Ist nicht so ganz geheuer, aber sieht eigentlich so aus, als wenn es klappt. Wir gucken mal, ob er jetzt hochkommt. Christian hat es geschafft. Seht ihr ihn da oben in der Tür? Es ist, glaube ich, ein bisschen dunkel, aber er ist jetzt tatsächlich oben drin. Also so richtig sicher wirkt das hier ja nicht, ehrlich gesagt. Oh. Das hier war früher mal die Flugkabine von dieser Maschine. Die ist richtig groß. Das ist irgendwie so ein, ja, insgesamt drei Etagen. Also unten ist, glaube ich, der Laderaum. Dann gab es zwei Sitzetagen. Wir sind jetzt hier ganz oben. Das war wahrscheinlich mal die First Class. Und ja, hier saßen immer die Piloten. Ziemlich cool. Das haben wir noch nie gesehen, sowas. Das ist richtig beeindruckend, mal hier zu sein. Kann aber auch gut sein, dass es eine Frachtmaschine war. Wissen wir jetzt nicht. Ja, kann auch sein. Sitze sind nicht mehr drin. Und nur noch mal zum Verständnis, das ist hier keine offizielle thailändische Touristenattraktion, ne? Wir sind wieder zurück hier im Taxi. Es war mega cool bei dem Flughafen. Also wir fanden das ein richtig schönes, cooles Erlebnis. Ja, und mit den Taxis hier, das ist überhaupt gar kein Problem, eins zu bekommen. Es ist wirklich nicht übertrieben. Irgendwie jedes zehnte Auto gefühlt ein Taxi hier. Und ja, man stellt sich an die Straße und irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden hat man direkt eins. Und die Taxis fahren hier die ganze Zeit einfach rum. Also auch wenn die leer sind, die stehen nicht an einer Stelle, die fahren einfach die ganze Zeit ohne Passagiere. Also verstopfen damit ja auch eigentlich mega doll die Straßen. Das ist echt ein komisches System, aber naja, für uns ist jetzt erstmal gut, weil jetzt haben wir wieder schnell eins bekommen und fahren jetzt ins Zentrum von Bangkok, wo wir uns dann gleich wiedersehen.